So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update. Willkommen auch im letzten offiziellen Börsentag. Ein Coin performt gerade den Markt sehr, sehr schön aus. Es ist XRP. Ich denke, es ist aufgrund des Lawsuits, den man immer und immer wieder jetzt auch quasi zu hören bekommt oder zu lesen bekommt, da kriegt XRP ordentlich Aufwind und das macht hier von der Performance her natürlich einiges her. Vor wenigen Tagen noch bei den 32 Cent gestartet, jetzt bei den 55%. Das sind entsprechend über 50-60% Profit in wenigen Tagen und das ist schon eine beachtliche Leistung. Wohin es gehen kann, die Reise? Wir haben jetzt mehrere der Ineffizienzen erstmal abgearbeitet. Welche Möglichkeit besteht es? Wir haben hier das letzte Hoch quasi der Mikrostruktur bekommen. Entsprechend könnten wir mehr oder weniger darauf schielen, in diesem grünen Orderblock möglicherweise die Schließung der Ineffizienz zu sehen und dann mit entsprechender Price Action hier dann auch mit vielleicht einem leichten Short dagegen zu handeln. Ja, das wäre also eine Idee, die wir durchaus vollziehen konnten, also ich sag mal in dem Bereich von eben dieser Ineffizienz hier unten bis zu der Oberkante des Orderblocks würde ich persönlich erstmal warten, also jetzt noch keinen Short vornehmen, sondern warten, bis wir uns da in diesem Bereich zurückbewegen, um dann möglicherweise mit einem kleinen Strukturbruch auf einer kleineren Zeiteinheit das Ding dann auch Short zu handeln. Da sind wir auch in den gleitenden Durchschnitten. Entsprechend sehen wir, da würde sich eine schöne Möglichkeit bieten, dann einen kleinen Short-Trade vorzunehmen, bis wir möglicherweise diesen Rebound dann eben auf die 50er oder 61er Fibonacci Retracement-Ebene sehen könnten, vielleicht um dann in den Long Impulse wieder neu einzusteigen, ist natürlich aber auch hier etwas abhängig von den Gesamtmärkten und Bitcoin konnte sich in dieser Woche auch wieder von den Tiefs erholen. Wir haben gestern der Tag quasi nach den News, der war relativ, ich sag mal, sanft. Bitcoin hat sich langsam aber sicher nach oben geschraubt und das ist das, was wir auch erwarten. Wir erwarten, dass wir Richtung 20.200 US-Dollar laufen. Das heißt also hier für uns, dass wir entsprechendes Potenzial haben, dass wir durchaus noch ein paar Prozent heute und im Verlauf des Wochenendes drauflegen. Also hier sehe ich persönlich aktuell kein direktes Short-Signal mehr, sondern viel eher ein Long-Potenzial, was nicht riesig ist, aber mit einem gegebenen Einstieg, mit einem angepassten Risiko entsprechend eine schöne Chance liefert. Gestern wollten wir hier unten einsteigen, sind quasi hier unten eingestiegen für ein Long-Entry, haben jetzt auch quasi in der Theorie ein R verdient, leider Break-Even vorher ausgestoppt worden. Ja, das einfach mal die Realität, wie es auch im Trading ist, dass nicht immer alles gut läuft, man nicht immer nur alles zeigen sollte, wenn es gut läuft, sondern schade ist es, aber der nächste Trade kommt bestimmt. Ja, wie sieht es jetzt hier im Gesamten aus? Wir haben uns etwas nach oben gekämpft, die dynamische Unterstützung hält hier gerade noch wundervoll auf der kürzeren Zeiteinheit H1, was für uns möglicherweise diese leichte Sägezahnmuster, wie wir es so schön nennen, oder halt eben letztendlich auch hier quasi ein Rising Wedge mit potenziellem Ausbruch nach unten sehen. Die gleitenden Durchschnitte sind unter uns. Wir haben unter diesem Tief die Liquidität geholt. Wir haben durch diesen starken Impuls hier oben sicherlich einiges an Liquidität liegen lassen. Das wird deutlich, wenn wir auf H4 gehen. Also hier scheint die Möglichkeit groß zu sein, dass sich in dem Bereich der 20k etwas Volumen bzw. etwas Liquidität dann auch angestaut hat. Das heißt also, das Potenzial, long zu gehen bis zu diesen 20k und knapp drüber, ist deutlich größer, als dass wir nochmal nach unten gehen. Sicherlich lässt sich darüber streiten, ob dieser Impuls, diese Geschwindigkeit nach oben beibehalten wird. Das wage ich erstmal zu bezweifeln. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir nochmal ein Setback bekommen, dass wir hier auch nochmal ein bisschen korrigieren. Fibonacci 50, 61er Level ist definitiv immer spannend, Richtung 18,6 bis 18,8, wobei wir da ganz klar auch sagen müssen mal schauen, wie die Indizes heute performen, dazu kommen wir jetzt gleich. Nichtsdestotrotz, wir akkumulieren uns hier sehr schön, das Volumen geht nach unten, der Markt fällt aber nicht nach unten, hier der AD-Indikator zeigt, da kommt Geld rein und zeigt vor allem auch, dass die Tiefs hier entsprechend höher werden, das heißt also, die Tiefs werden solide aufgekauft. Der AD-Indikator, der findet hier immer wieder Anwendung, ist im Prinzip ein etwas angepasster, vielleicht ein fortschrittlicherer Volumenindikator, der macht nichts anderes als die Anzahl der Transaktionen mit der Kerze in Verbindung zu bringen. Und zwar mit dem Kerzenkörper im Verhältnis zu Docht und Schatten. Entsprechend dann halt auch, ist die Kerze rot oder grün. Dadurch wird ein Vorfaktor entwickelt und dieser Vorfaktor wird mit dem Volumen verrechnet. Das heißt also, ist die Kerze rot, dann ist es ein Minus-Vorfaktor, zum Beispiel minus irgendwas zwischen 0 bis 1. Ist die Kerze grün, dann ist der Vorfaktor plus und irgendwas zwischen 0 bis 1. Dann werden die Transaktionen quasi damit verrechnet, multipliziert und das kommt additiv, kumulativ auf eben den vorherigen Wert drauf, um zu sehen, pass auf, ist
Volumen in den Markt gegangen und hat den Markt entsprechend auch zum Steigen geführt? Und wenn ja, wie weit? Eben durch die Verhältnismäßigkeit dieser Dochte und Schatten zum Kerzenkörper? Oder ist das Volumen aus dem Markt gegangen und hat zu einer roten Kerze geführt? Beziehungsweise ist das Volumen oder sind die Positionen, die akkumuliert wurden, dazu genutzt worden, um negative Bewegungen auszulösen? Das in kurzer Form dazu findest du aber sehr, sehr schnell auch im Internet, wenn du das einfach mal googelst. Entsprechend haben wir hier relativ stabile Bewegung gerade. Möglichkeit, dass wir nochmal ein bisschen nach unten gehen, definitiv gegeben. Das würde ich persönlich dann aber auch nutzen, um möglicherweise mit einem höheren Tief nochmal in den Impuls nach oben zu bekommen. Wir sehen, die 20.000 US-Dollar scheinen durchaus realistisch zu sein. Wie sieht es jetzt mit den anderen Märkten aus? Ethereum konnte sich wieder ein bisschen erholen, klar. Nach diesem deutlich stärkeren Impuls, deutlich tieferen Tief, wovor Bitcoin jetzt erstmal so ein bisschen bewahrt wurde, sehen wir natürlich auch hier, Erholung ist erstmal im Gange, deswegen auch die etwas größere Erholung. Auch hier Potenzial bis 1.406 US-Dollar hier reinzugehen, könnte möglicherweise für Ethereum bzw. dann für den Gesamtmarkt etwas neue Long-Impulse mit sich bringen. Und das zieht sich hier auch durch. Wir sehen sehr, sehr viele grüne Zahlen. Der DAX bzw. die Indizes, die haben weiterhin nicht so solide performt gestern. War maximal so ein Nullsummenspiel. S&P 500 ist eigentlich weiterhin auf dem abfallenden Ast. Der US 30 konnte sich von dem Tief zumindest kurzfristig dann auch erholen. Aber sollten wir sehen, dass sich das Dreieck nach unten hier tatsächlich dann ausspielt und wir den Bruch bekommen, dann wird Bitcoin zumindest erstmal ein bisschen schwieriger haben. Aber wir sehen ja immer verstärkter, dass Bitcoin nicht mehr so super abhängig ist, zumindest aktuell, von eben den Indizesentwicklungen, sondern er sein eigenes Ding macht. Klar, die Dollarstärke, die spielt da mit rein. Natürlich, die spielt in jedem Markt mit rein, aber die wird gerade nicht für allzu wichtig geachtet. Der Markt ist gerade eigentlich eher stabil da, wo er ist und wo er sein soll. Während der Dollar langsam aber sicher hier von seinem neuen Hoch abverkauft wurde, sich aber weiter stabilisiert und auch hier sind wir weiterhin über dem gleitenden Durchschnitt, haben wir einen extrem starken Trend, sodass der US-Dollar tatsächlich ein neues Hoch dann auch früher oder später hier zaubern könnte. Aber wir haben diese Linie hier reingezeichnet, wir haben diese Linie hier als möglichen Retest der Ineffizienz gesehen, entsprechend sollte hier die Price Action reinkommen und ja, zumindest kurzfristig scheint das wirklich auch der Fall gewesen zu sein. Ziemlich genau sind wir da rangekommen. Wenn ich das Ganze nochmal kurz wegmachen darf, sehen wir, dass quasi diese Grenze, die Price Action gezeigt hat, die wir mehr oder weniger dann auch da erwartet haben. Entsprechend sollte sich an diesem Orderblock hier bei den 111,5 Punkten die neuen Short-Impulse dann auch läppern. Könnte das erstmals Schwäche für den US-Dollar wieder ein bisschen in den nächsten Tagen bedeuten. Nach den News, selbst nach positiven News für die US-Dollar-Lesung, kann das Ganze natürlich sich erstmal ein bisschen abkühlen, weil die Märkte sehr, sehr häufig die Zukunft einspeisen. Und nicht das, was tatsächlich jetzt passiert, sondern die Zukunft einspeisen. Die Zukunft hat das quasi schon eingespeist vorher, deswegen war das jetzt kein riesiger Grund, hier irgendwas zu machen. Entsprechend auch hier, deswegen kleiner Impuls, kleine mögliche Bewegung, die hier nochmal nach unten geht, könnte Bitcoin und den Kryptomarkt beflügeln, aber aktuell sind wir noch in einem starken Aufwärtstrend. Und da würde ich auch etwas entspannt bleiben und jetzt nicht super, super, super aggressiv und aktiv da auch reingehen. Ansonsten für heute jetzt nicht mehr so super wilde Sachen zu erwarten. Aus dem einfachen Grund, Mittwoch waren die News, Donnerstag war letztendlich so das Verdauen der News. Also der Freitag vor dem Wochenende kann nochmal ein bisschen Volatilität mitbringen. Aber ich denke, dass wir jetzt keine allzu wichtigen Chartmarken heute erreichen oder verlieren werden, sondern uns eher da stabilisieren, heute in die Akkumulation gehen und dann zum Wochenende für Bitcoin zumindest und für Ethereum dann die Hochs nochmal antesten, die aktuellsten Hochs, bevor wir uns dann in dieser Akkumulation weiter unterhalten müssen, wie sich die Hochs zu den Tiefs bzw. das Volumen in diesem Bereich schlägt. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche einen wunderschönen, erfolgreichen, glücklichen und gesunden Freitag. Wenn du auf der Suche bist nach einer geilen Exchange und mich unterstützen möchtest, findest du einen Link unter diesem Video hier. BitGet ist eine Plattform, mit der ich sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel trade und unsere Community ebenfalls. Dementsprechend, wenn du da Bock drauf hast, mach das, wenn nicht, dann nicht. Ganz liebe Grüße, dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.